Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind ja mitten im Nichts gestrandet, wie wir sehen, in Sierra Nila, weil unser Schiff gestohlen wurde und wir sitzen jetzt mit dem komischen verrückten Piraten fest, der nicht komplett zurückgeblieben ist, glaube ich. Doch, der war komplett zurückgeblieben, stimmt. Ne, Blackbeard ist gestorben. Das war der komische Pirat, der eigentlich nett sein wollte, aber sich so lange gedacht hat, nee, ich werde jetzt lieber verrückt. Wir sollen auf dieser Insel drei Tiere häuten, habe ich gesehen. Und da ich erst noch gucken wollte, was hier noch so ist, habe ich gedacht, ich laufe erstmal hier hin. Und ich habe gesehen, auf YouTube sieht das Spiel echt scheiße hin und wieder aus, ey. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie verbessern kann mit irgendwelchen anderen Einstellungen. Hi. Weil auf meinem PC sehen die Videos gut aus. Sie sind zwar nicht wirklich komplett top, aber ansonsten werden die auch 10.000 Terabyte groß und das wollen wir alle nicht. Dann gibt es keine Videos mehr. Ich könnte hier synchronisieren. Spaß, oh Gott, das ist laut, ey. Das ist nur für mich so laut. Und mit meinem PC hat auch wieder ein Update gemacht und das hat mein Einstellen nicht gefallen, deshalb muss ich erst mal wieder den Sound einstellen. Also kletter doch bitte hoch, ich möchte gerade für meine Ohren gerade ein bisschen leiser drehen. Ja, und jetzt übernimmt dies alles auf, das ist gut. Aber ich bin natürlich wieder viel zu laut, denke ich. Aber naja. Ein so seichtes Wasser würde ich nicht unbedingt springen wollen würden. Hallo, Mr. Truhearbeiten. Sapphire. Haben wir hier schön nicht? Perle, Silberarmband. Und hier ist Gebiet nicht verfügbar. Oh, schön für dich. Ich nehme trotzdem den Mist hier mit. Ja, einfach mal irgendwas in den Mund stecken, was da seit 3000 Jahren wahrscheinlich liegen tut. Aber naja, ist hier nicht mein Problem. Oh. Frühe Meinung zu meiner Konditionä. Gott, Alter. Gott, Isla Providencia. Irgendwie rendert das Spiel auch ganz komisch. Wie werden hier so die Ränder. Es fällt mir schon immer wieder auf, aber jetzt habe ich es gerade mal angemerkt extra, weil. Irgendwie ist das ganz komisch, was das hier abgeht. Wo finde ich denn drei Tierchen? Ich könnte natürlich noch bei meinen Videos die B-Frames rausnehmen, nur wenn die noch gefühlt größer, dann muss ich die rendern. Und dann, dadurch werden die wahrscheinlich trotzdem wieder schlimmer durch das Rendern, weil die dann wieder einen Qualitätsverlust haben. Weil jetzt lade ich ja praktisch die Rohdateien hoch. Und dann ist es halt so, als würde ich eine Fraps-Datei holen. Ich meine, das kann ich machen, aber will ich eigentlich nicht. Okay. Ich war schon mal fucking Affe, Alter. Wieso habe ich 6 Schuss, aber keine Waffe? Wieso habe ich nur überhaupt die 6 Schuss? Roter Br... Den brauche ich doch! Für irgendwas. Ja, für irgendeine Montur. Ich glaube für diese Meisterjägermontur oder sowas. Fucking Brüllaffen, Alter. Komm her, miau, miau. Was für eine Scheiße. Knochen. Panther. Ding. Okay, ich glaube, ich muss da irgendwie hier lang. Kann das sein, dass ich hier hoch kann? Dann hier rum.
Dann hier hoch? Nein. Das sieht gut aus. Das habe ich natürlich genau vorgehabt. Ist hier noch ein Tierchen irgendwo, was ich klappen könnte vorher? Geh und tanz mit den Fischern und ihren Booten, Kenway! Diese Insel gehört mir! Komm nur her und ich töpf dich, Bastard! Es war deine verdammte Fantasie, die uns hierher brachte, Kenway! Verflucht soll ich sein, wenn ich auch nur noch ein einziges Mal auf dich höre! Wirst du nun mit mir reden, Wein? Oder bist du des Wahnsinns? Wahnsinn? Ja, es ist kein Wahnsinn, wenn ein Mann ums Überleben kämpft, oder? Ich will ja nichts tun, du Kasper. Nun lass uns das klären wie Gentlemen. Ja, ich bekomme Kopfschmerzen von deinem ganzen Geschwafel. Bleib zurück und lass mich in Frieden leben. Gerne, wenn du aufhörst, mein Essen zu stehlen und das Wasser, das ich fände. Ich höre nicht auf, bis du deine Schuld mit Blut begleichst. Wegen dir haben wir nach Sklavenschiffen gesucht. Und wegen dir hat mir Jack Rackham meine Crew gestohlen. Nee, dass du dann noch so ein scheiß Captain bist. Und ein Snitch. Okay, nice. Noch so einen doofen Maya-Stein gefunden. Noch ein Maya-Schlüsselstein. Hier gibt es zwei auf denen? So. Oh. Ah, ich bin schön, dass sie wenigstens angezeigt werden. Alle Sachen. Ich hätte keinen Bock, den ganzen. Nein! Gott, ich wollte schon sagen, ey. Bitte nicht runterfallen. Oh, die bekannte Spalte hier wieder. Also was heißt bekannt, aus Teil 3 gibt's ja auch. Gab's auch so welche. Ich glaube, da hast du mit dir angefangen. Dass man sich irgendwie so dumm hier hochhangeln kann, aber wir halten uns hier an den Stein fest. Kiralconateo oder wie der Typ hieß, also Connor. Sehr toll. Hallo Vogel. Der konnte das ja auch schon. Also von dem habe ich ja gelernt, dass sich der schön so rein, so seit wie es festhält. Jetzt trinke ich ausnahmsweise mal kein Energy Drink, sondern ein Mischbier. Also das ist doch safe zu sein, oder? Ja. Da wäre auf jeden Fall gestorben. Genau, ist ja ganz da oben. Gut, da komme ich nicht hin. Dann muss ich vermutlich hier. Und dann hier so lang, zack. Und er reicht. So, dann runter hier. Okay, ich kann es nicht töten. Schade. Ich könnte das machen. Waffen wäre nicht leider. Und er hat geschossen mit einer Pistole. Ich sagte, komm mir nicht nach. Gott, du hast den Verstand verloren. Ist ein fairer Tausch. Dafür habe ich diese Flinten und Granaten. Hör zu, Wayne. Damit könnten wir jagen gehen. Haha, das werde ich auch.
Au! Ich dachte, der braucht ein bisschen länger. Der hat da ein Pulver verstehen, auf das ich aber nicht schießen kann. Will nur einmal schießen oder was? Ist doch an. Das habe ich doch gesehen, ey. Er wollte mich schön beim Buseln, aber nie mit mir, mein Freund. Ich lasse mich nur anders haben beim Buseln. Haben uns das eingebrockt, Kenway. Verdammt soll ich sein, falls ich jemals wieder auf dich reinfalle. Mach weiter so und ich muss dich töten. Nein, oh meine Güte. Versuch's nur, sei mein Gast. Böses Miezi? Nein. Ganze böse Miezi. Schlaf halt eins, okay? Mach ich vielleicht bei der Zeit mal. Au! Hab ich echt gesagt, nie wollt, dass das macht. Oh Gott, da hatte ich glaube ich gerade Glück gehabt, dass da Dings im, dass da Wasser unter mir war. Kann ich jetzt nicht hoch? Oh, im Ernst. Schade. Ich dachte, vielleicht sind da welche Steine oder so, dass ich da... Also Steine im Wasser, dass ich da irgendwie hoch könnte. Gut. Keine Ahnung, wo es ist. Hinten mal irgendwann. Haha, wie lustig, Charles Wayne. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Nop, 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 nop. Oh mein Gott. Töte es doch. Okay, hier kann ich hochklettern. Ich dachte, das konnte ich eben da gerade auch schon, aber irgendwie wollte er nicht. Nein! Spring doch in die Richtung! Das Katze müssen wir noch töten für unsere Aufgabe. Okay, gut. Man läuft einfach drunter durch. Wo ist Katze hin? Miausef! Miausef Stalin, wo bist du? Ist er weg? Dummes Katzi. Jetzt regnet es auch noch, ey. Super. Ich finde schade, dass man nicht sprinten kann, während man Dings anhat. Da bist du doch. Mr. Katzi. Stell dir mal vor, ihr seid so ein Panther. Denkt euch nicht Schlimmes, seid bei einer alten Ruine. Auf einmal kommt so ein Typ und springt euch ins Genick und bringt euch um, ey. Der muss ich auch denken, jo. Scheiß Tag, ne? Gut, wenn wir dann von ihm wahrscheinlich eine Pistole hier bekommen, so ein Equipment, ich weiß ja nicht, wann wir was bekommen, dann müssen wir auf jeden Fall auf diese Insel nochmal zurück oder wir gehen den Brüllaffen nur noch ein paar töten. Was auch schon gleich vorbei, sehe ich. War für ein Todessprung. Nur einer von uns zwei wird die Insel lebend verlassen, Waliser! Denn ich segle nicht in einer Welt, die mit deiner Visage gestraft ist! Was ist denn los mit diesem Typen? Ja gut, da bin ich doof gelaufen, das sehe ich ein. Der kann gut werfen, ne? Ich spreng dich in die Hölle! Oh Gott, nein, nein, nein. Geh weiter. Ich meine, dass er die ganze Zeit schießen. Oh Gott, das ist laut. What the fuck? Du kannst ihn verstecken. Warum ist das Wasser so laut hier? What the fuck? Worauf schießt doch er denn? Nicht tot? Okay, da können wir nicht hoch. Hier vielleicht? Einfach umgetreten. Gott, verdammter dreckiger Hund, Wayne!
du Waschlappen! Du hast es nicht mal zu Ende gebracht! Verflucht noch eins! Ist das mein Lohn dafür, dass ich an die Menschen glaube? Dass ich selbst einer dreckigen Ratte wie dir ein Mindestmaß an Verstand zutraue ab und zu? Weiß ich nicht. Vielleicht hat der Hornigold recht. Vielleicht braucht die Welt wirklich Männer. Nein, Hornigold war, glaube ich, der andere, der Schlauch. Der ist einfach Nachbar anscheinend. Oder vielleicht hast du nicht die Eier, ohne Reue zu leben. Hat mir keinen Platz in der Hölle frei, Scheißkerl. Ich komme nicht so bald. Stimmt, du musst ein Kind zeugen, was dann ein super Mega-Templer wird. Kommt hier zufällig ein Schiff vorbei und denkst so, hey, gehen wir mehr an Land. Ich hab ein Luftattentat verübt. Da stand ja nicht, die war okay. Da stand ja nicht, dass ich ihn umbringen muss. Ich sollte nur eins verüben. Ein Attentat habe ich verübt. Du bist zwar fehlgeschlagen, aber weil ich bin ja da hochgeklettert und bin auf ihn runtergefallen. Verschollen. Das war Erinnerung 15. Wir haben übrigens nur 5% oder so oder 4% gemacht in den letzten 4 Parts. Ich glaube, ich hatte 51%, jetzt bin ich bei 55%. Ja, ich glaube 4% waren das. Kann auch 56 sein oder so. Ja, war es ziemlich wenig. Ich dachte so, ja, okay, jetzt haben wir eine Insel gemacht und das. Das würden bestimmt so 5-6% sein. Moment, ich bin davon ausgegangen, dass es mehr als sind, wie viel ich jetzt habe. Gut, ne, also. Also ich hätte gedacht, so 10% oder so waren das gewesen, aber wir haben ja wirklich nicht viel gemacht in den letzten Parts, wenn ich jetzt mal das so reflektiere. Great Inagua. Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal 2 Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Ortschuss hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham. Rackham. Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei, bald hab ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns. Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Mary? Ich will das schöne Leben kosten. Das hätten noch Leute hören können. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altenteil. Okay, gut. Wir können das noch verbessern. Ja, okay, machen wir aber nicht wirklich Herstellung. Wir können jetzt auf jeden Fall Schlafwart 1 machen. Und hierfür war das Jägermantel, ne? Roter Brüllaffenpelz. Den brauchen wir. Na, da finden wir sowieso noch irgendwas. Weißwal brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Ozelot. Pantherpelz. Oh, das kann ich noch nicht machen. Das heißt, einen Panther müssen wir neu erlegen. Achso, gut, das macht so länger. Gut. Das ist mir relativ egal. Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit. Keine Ahnung, was wir jetzt noch machen. Ich kann hier die Schnellreise nach hier unten machen. Schade, dass ich diesen Punkt hier nicht geholt habe. Ja, so, dann reisen wir hin. Und dann, ich weiß nicht, ob ich es offscreen machen werde. Weil das jetzt aufzunehmen, wie ich durch den Wald laufe, ist ja sowieso nicht so interessant. Okay, wir haben noch ein Maya-Rätsel. Ich glaube, das nehme ich noch auf. Also ich glaube, wenn ich dann das hier gemacht habe, also ich hole jetzt auf jeden Fall noch den Brüllaffen, noch einen Panther und hole dann den Aussichtspunkt und hole die ganzen Sachen und dann hole ich das Maya-Rätsel noch und dann reisen wir im nächsten Part weiter nach. Ah, perfekt, wir müssen hier nach Kingston, da haben wir das Teil vor. Dann ist alles gut. Ja, dann hoffe ich, ihr habt euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.